Aber die Jungs in der Bundesliga haben auch alle eine Freundin oder sind verheiratet. Die sind ja auch schon angekommen und du bist noch auf dem Weg dorthin. Du kannst ja keine Ablenkung leisten. Steffi lenkt mich nicht ab. Im Gegensatz zu dir. Also was ist jetzt? Entschuldigst du dich oder nicht? Ich wüsste nicht warum. Und was ist, wenn du verlierst? Komm, Wenzlow, das Geld und mich. Du willst wirklich mit ihm ins Bett? Sag mal, du hast sie wohl nicht mehr alle. Von Wollen ist hier doch überhaupt keine Rede. Ja, ein Hobby braucht der Mensch schließlich. Ein ziemlich nasses Hobby, wenn du mich fragst. Stimmt, aber es macht unheimlich Spaß. Und seitdem ich den Tauchlehrerschein habe, springen sogar ein paar Mark raus für die Urlaubskasse. Na, Süße, gehen wir zu mir oder zu dir? Na, was ist? 2-1 für mich. Brauche Ihnen sicher nicht zu sagen, was das für Sie bedeutet. Gut. Wollen wir vorher noch was trinken? So freundlich. Aber das Einzige, das ich möchte, die Sache so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Leo. Mach's nicht. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann sind das schlechte Verlierer. Leo, warte doch, ich finde schon irgendeine andere Lösung. Au! Tim! An Ihrer Stelle würde ich mir lieber Gedanken darüber machen, wie Sie Ihre Schulden bei mir bezahlen, anstatt sich in Frau Winters Angelegenheiten zu mischen. Wir möchten nicht gestört werden. Cleo! Und deswegen bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Und Christoph? Ich nehme an, dass der in Borneo sitzt und versucht, sich mit den Einheimischen zu verständigen. Oh Mann. Und ich dachte, ich hätte Probleme. Das mit Jan wird schon wieder. Hoffentlich. Weißt du, was mich am meisten ärgert? Jan war schon fast so weit, den Tod von Julia zu akzeptieren. Und dann kommt seine Mutter und das Ganze geht von vorne los. Das ist Clarissa, wie sie lebt und lebt. Insofern passt die Nummer in Dortmund schon zu ihr. Ich verstehe nicht, wie eine Mutter ihrem Kind sowas antun kann. Wenn sie nochmal herkommt, dann werde ich sie wahrscheinlich... Wird sich hüten, in nächster Zeit hier aufzutauchen. Aber du solltest dich nicht mit Rachegedanken abgeben, sondern dich um Jan kümmern. Er braucht dich jetzt. Ich weiß. Aber was soll ich denn machen? Er will sich gar nicht von mir helfen lassen. Dann musst du ihn zu seinem Glück zwingen. Und wie? Zeig ihm, wie sehr du ihn liebst. Und dass du ihn freiwillig nicht so schnell wieder aufgeben wirst. Mit anderen Worten, ich soll gegen einen Geist ankämpfen. Wenn das einer kann, dann bist du das. Du hast nämlich einen entscheidenden Vorteil gegenüber Julia. Du lebst. Du kannst ihm jeden Tag sagen, dass du ihn liebst. Und irgendwann werden seine Erinnerungen an Julia auch verblassen. Oh Mist, ich muss los. Was denn? Ausgerechnet jetzt? Ja, ich kann's doch auch nicht ändern. Können kannst du schon. Du willst nur nicht. Ich würde bestimmt viel lieber Zeit mit dir verbringen, statt mit den Jungs zu trainieren. Aber das ist nun mal mein Job. Toller Job. Hättest du nicht Popstar werden können? Keine schlechte Idee. Immer von hübschen Groupies umgeben. Mit denen würde ich schon fertig werden. Aber als Sänger hättest du bestimmt wesentlich mehr Freizeit. Das glaube ich nicht. Die müssen auch ganz schön ackern. Aber dann könntest du mich wenigstens öfter mitnehmen. Du weißt doch, dass das einen blöden Eindruck macht, wenn du dauernd am Spielfeldrand rumstehst. Aber wenn du Lust hast, können wir uns hinterher im No Limits treffen. Hm? Mal sehen. Hm? Also gut. Aber hinterher gehen wir noch in die Disco, okay? Einverstanden, aber nicht so lang. Und warum nicht? Weil ich morgen Vormittag Training habe. Da muss ich fit sein. Und was ist mit mir? Soll ich jetzt etwa die ganzen Ferien um 10 Uhr ins Bett gehen, nur damit du am nächsten Tag fit bist? Ich muss los. Bis nachher.
Habe ich was von aufhören gesagt? Ganz locker, Baby. Lach doch mal. Na siehste, ist doch schon viel besser. Geschlossen. Was ist denn hier los? Ah, verstehe. Unerlaubtes Glücksspiel, ne? Und zu wem gehört der Gorilla? War nicht persönlich gemeint. Übrigens, geile Sonnenbrille, die du da hast. Bisschen früh für das Zeug, oder? Hier ist doch was oberfaul. Was wird hier gespielt? 17:04, nach Art des Hauses. Oh Mann. Sag mal, so viel kann man doch gar nicht verlieren, dass man sich schon mittags die Birne vollhaut. Klugscheiße. Wo steckt eigentlich Cleo? Diesmal hat sich das Spielen wirklich gelohnt. Können wir es jetzt endlich hinter uns bringen? Haben Sie noch was anderes vor, weil Sie so eilig haben? Ich denke, Sie sind spät dran. In der Tat. Ich habe noch einen Termin. Sie ziehen sich jetzt besser wieder an. Aber wir haben da noch... Das tun wir auch nicht. Nicht, dass sie mir nicht gefallen würden. Ganz im Gegenteil. Ich mag sie sogar irgendwie. Deshalb lassen wir das. Und warum dann das ganze Theater? Vielleicht wollte ich nur wissen, wie weit sie gehen wollen. Das wissen Sie ja jetzt. Was haben Sie von dieser neuen Erkenntnis? Nichts. Aber ich werde Ihnen einen guten Rat geben. Halten Sie sich von Leuten wie diesem Sander fern. Der nutzt Sie nur aus. Der weiß gar nicht zu schätzen, was Sie für ihn tun. Hi, Jan. Hi. Sag mal, hast du eigentlich irgendwas an den Ohren? Wieso? Hast du außer Hi, Jan noch was gesagt? Nein. Ich meine, ob du gesund bist. Ja. Na wunderbar, da steht ja einem gemeinsamen Tauchausflug nichts mehr im Wege. Was denn für ein Tauchausflug? Ich wollte heute Nachmittag noch ein bisschen tauchen gehen und ich dachte mir, du könntest mich eigentlich begleiten. Um am Ufer zu sitzen und ein Däumchen zu drehen? Nein, danke. Und wenn ich dir den passenden Tauchanzug besorge? Ich kann doch gar nicht tauchen. Ich bring's dir bei. Kein Interesse. Na gut, dann gehe ich eben allein. Ist mir sowieso schleierhaft, wie ich auf die Idee kommen konnte, dass wir zwei mal gemeinsam was machen. Warum bist du denn jetzt wieder sauer? Ich bin nicht sauer. Ich bin traurig und enttäuscht. Ich bin dir völlig egal. Nur weil ich keinen Bock habe, den Froschmann zu spielen. Ach, darum geht's doch nicht. Du hast einfach nie Lust, irgendwas mit mir zusammen zu machen. Abgesehen von den Dingen, die man sonst noch so macht, wenn man zusammen ist. Soll ich dir sagen, warum? Weil du immer noch an Julia denkst. Meine Güte, Jan, es reicht nicht, ihre Sachen in den Keller zu bringen. Du musst endlich aufhören, an ihre Auferstehung zu glauben. Das versuche ich doch die ganze Zeit. Es zu versuchen reicht nicht. Du musst es wollen. Weil sonst... Ich sag dir, ich mach das nicht mehr länger mit so. Noch ein. Nicht bevor ich weiß, was hier los ist. Meine, schenk doch einfach ein, verdammt nochmal! Ja, ist ja gut, Mann. Na dann, war mir ein Vergnügen. Und denken Sie an meinen Rat. Du Wichser. Ich gebe Ihnen 3 Wochen Zeit. Wenn Sie bis dahin das Geld samt Zinsen nicht zusammenkriegen, wird Karl sich Ihrer annehmen. Gnädige Frau. Sag mal, hat dir das auch nur Spaß gemacht, oder was? Wie bitte? Ja, guck dich mal an. Du siehst aus, als wärst die Supernummer gewesen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Wegen wem war ich denn da oben? Hättest genauso gut Nein sagen können. Und dann? Der hätte dich schon nicht vergewaltigt. Nein. Weil er ist nicht ein Gentleman. Was?
Ein Gentleman? Ich weiß es nicht. Sag mal, macht ihr das jetzt öfter oder was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Wahrscheinlich hast du sogar noch absichtlich verloren. Was bist du nur für ein verdammter Idiot? Wenzel hatte vollkommen recht! Ich wollte das Training wäre schon vorbei, ey. Deine Alte nimmt dich ganz schön ran, ne? Bist wohl neidisch, was? Was ist denn hier los? Hier wird trainiert und nicht rumgesessen. Na, los, auf! Mein Gott, ist ja wie im Altersheim. Brauchst du eine extra Einladung? So, noch dreimal zum Warmmachen. Und dafür bin ich aufgestanden, ey. Wenn sich tröstet, nächste Woche haben wir eh trainingsfrei. Dann kannst du dich endlich erholen. Wenn deine Freundin das zulässt. Mist. Wenn es dir nicht in den Kram passt, dass ich mitgehe, ich kann auch hier bleiben. Ach was, natürlich kommst du mit. Und wenn Nick mit dir alleine sein möchte? Dann kann er das jederzeit haben. Er müsste nur mal sein blödes Training sausen lassen. Ach, aber wie soll er denn Fußballprofi werden, wenn er nicht jeden Tag trainiert? Na siehst du. Außerdem glaube ich, dass es dir ganz gut gefällt, mit einem erfolgreichen Fußballer zusammen zu sein. So ein Quatsch. Na, also mit einem Bauarbeiter würdest du dich nicht abgeben. Ich will dir mal was sagen. Mir ist es völlig egal, was Nick macht. Hauptsache, er ist bei mir und wir sind glücklich. Ich liebe dich und will dich nicht verlieren, aber die Geschichte mit Julia holt mich immer wieder ein. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Vielleicht schaffst du es nicht alleine. Aber gemeinsam können wir es schaffen. Das haben wir doch schon versucht. Ich hab's versucht und du hast auf stur geschaltet und völlig abgeblockt. Wahrscheinlich hast du recht. Vor lauter Julia habe ich gar nichts mehr mitbekommen. Nicht mal, dass du tauchen kannst. Und dabei sollte doch das, was dir wichtig ist, mir genauso wichtig sein. Jetzt übertreib's mal nicht. Von Nissan wird sich alles ändern. Hm? Wann fangen wir an? Mit was? Du wolltest doch tauchen gehen. Du wirst wirklich mitkommen? Na klar. Und wenn du mir nicht glaubst, dann können wir erstmal Wasser in die Badewanne einlassen und da ein bisschen rumschnorcheln. Hm? Das ist lieb von dir, du musst aber nicht mitgehen, wenn es dir keinen Spaß macht. Na, wie soll ich wissen, ob es mir Spaß macht, wenn ich es nie ausprobiert habe? Abgesehen mal davon liebe ich Abenteuer. Und ich habe die beste Tauchlehrerin der Welt. Was kann da noch schiefgehen? Scheint dir wirklich ernst zu sein. Ich kann es kaum erwarten, mit dir auf Schatzsuche zu gehen. Ja, aber bevor du dich als Schatzsucher betätigen kannst, musst du erstmal Theorie bauen. Ach komm, vergiss die Theorie. Die habe ich schon voll drauf. Erste Regel, Wasser hat keine Balken. Das war schon mal gar nicht schlecht. Aber weißt du zum Beispiel auch, was ein Tiefenrausch ist? Ein Tiefenrausch ist, wenn ich dir ganz tief in die Augen schaue. Ungefähr so. Und umso tiefer ich schaue, desto berauschter werde ich. Hallo. Hi. Ja, meine Ablösung ist gerade gekommen. Schön für dich. Also, falls Nick nicht mehr kommt... Nick kommt noch. Er würde es niemals wagen, mich zu versetzen. Vielleicht ist ihm ja was dazwischen gekommen. Dann hätte er angerufen. Nochmal dasselbe. Mit dem größten Vergnügen. Nochmal einen O-Saft für Tisch 3. Mach ich sofort. Ja. Hey. Geht's wieder? Dann kann ich dir jetzt endlich sagen, dass ich es von dir echt beschissen finde, wie du Cleo angemacht hast. Ach, findest du. Aber dass es dir auch noch Spaß gemacht hat, mit dem Typen in die Kiste zu steigen. Ist alleine Cleos Sache. Falls sie es überhaupt getan hat. Was meinst du denn? Meinst du, die haben da oben Mau Mau gespielt? Okay. Aber dann bist du immer noch der Letzte, der sich deswegen aufregen darf. Warum? Weil Cleo dir damit den Arsch gerettet hat. Alles in Ordnung? Ich tauche auf. Der Oktopus, das Ersatzteil. Das Messer. This must be underwater love. The way I feel it seep
to love the way I feel it. O que que é esse amor da água? Deve sentir muito parecido a esse amor. This is it, underwater love. Ja, stimmt. Danke. Und wegen vorhin, tut mir leid. Geschenkt. Ich werde es gleich mal nach Cleo sehen und mich bei ihr auch noch entschuldigen. Das solltest du wohl tun, ja. Ja. Tschüss. Ciao. Und viel Glück. So wie Tim aussieht, ist es heute auch nicht sein Glückstag. Wie tröstlich. Aber wenn Nick glaubt, dass ich mir das gefallen lasse, dann hat er sich gewaltig geschnitten. Jetzt wart's doch erst mal ab. Vielleicht kommt er ja doch noch. Du glaubst aber auch noch an den Weihnachtsmann. Bestimmt wurde er irgendwo aufgehalten. Ich weiß auch wo. Auf dem Fußballplatz. Aber ich bin ja selbst schuld, dass ich hier rumhänge. Wäre ich mit Andi zusammen. Der hat seiner Freundin 2 Wochen Cluburlaub auf Kreta spendiert. Oder Marc, der fährt mit seiner nach Portugal. Alle fahren sie irgendwo hin, nur ich nicht. Wenn du unbedingt verreisen willst, warum fahren wir beide nicht einfach weg? Ich? Mit dir? War ja auch bloß ein Vorschlag. Obwohl, warum eigentlich nicht? Es reicht doch vollkommen, wenn Nick hier versauert. Also gut, ich bin dabei. Das Bettzeug habe ich in die Wäsche getan. Warte. Es tut mir leid, was ich da vorhin gesagt habe, dass... Was war, als du mit dem Typ die Treppe runtergekommen bist da? Sag mal, was war das? Eifersucht oder gekränkte Eitelkeit? Nein. Ich wollte einfach nicht, dass du meinetwegen... Dass ich deinetwegen wieder zur Nutte werde. Ist es das, was du sagen wolltest? Ich weiß nicht. Jedenfalls ging's mir beschissen. Mir auch. Aber bevor du dir einen abbrichst, es war meine freie Entscheidung. Und du brauchst dir überhaupt nichts vorzuwerfen, genauso wenig wie ich mir was vorwerfe. Ja. Und deshalb wollte ich mich auch bei dir entschuldigen. Ich hoffe, du kannst das, was ich gesagt habe, irgendwann mal vergessen. Ich denk drüber nach. Und nur zu deiner Information. Ich habe nicht mit Wenzlow geschlafen. Übrigens, vielen Dank nochmal. Wofür? Für deine Hartnäckigkeit. Ohne die hätte ich dieses Wahnsinnsfeeling nie erlebt. Allein schon dieses Abdriften. So müssen die Astronauten vorkommen, wenn sie das erste Mal aussteigen. Einfach an nichts mehr denken. Außer an die Zeit, die du schon im Wasser bist. Wenn du die vergisst und eine Flasche ist leer, dann wird's gefährlich. Jawohl, Frau Lehrerin. Und da wir gerade dabei sind, was würdest du in so einem Notfall tun? Ich würde mir diesen Oktopus schnappen und mich an deine Flasche hängen. Das Ding heißt Oktopus, aber sonst wäre deine Antwort richtig. Siehst du, dann hättest du mir schon zum wiederholten Mal das Leben gerettet. Wieso habe ich das denn schon mal? Ja, heute Mittag. Und weißt du was? Mir geht's besser als je zuvor. Mir auch. Im Grunde genommen könnte ich schon wieder. Hier? Ich meine ins Wasser gehen. Geht nicht. Ja, dein Körper muss sich erstmal erholen. Ach, so Quatsch. Ich bin topfit. Schau mal her. Trotzdem musst du noch eine Viertelstunde warten. Okay. Du bist der Boss. Wo gehst du hin? Für kleine Mädchen. Ich kann es einfach nicht fassen. Nick hat mich tatsächlich versetzt. Vielleicht ist ihm was dazwischen gekommen. Das habe ich auch schon gesagt. Und ich habe gesagt, dass mir das egal ist. Auf einen Freund, der lieber Fußball spielt, als sich an unsere Verabredung zu halten, kann ich verzichten. Wart's doch erst mal ab. Vielleicht gibt's dafür eine ganz vernünftige Erklärung. Da pfeife ich drauf. Ich mach auf. Und Nick kann mir gestohlen bleiben.
Hallo. Es tut mir leid. Mir auch. Aber Steffi. Entschuldige, es hat ein bisschen länger. Jan? Jan, komm raus da! Mist! Lass mich wenigstens erklären, warum ich nicht kommen konnte. Musstest du vielleicht die Bälle aufpumpen oder den Rasen mähen? Nein, wir haben noch eine Mannschaftsbesprechung. Klingt ja unheimlich wichtig. Ja, war sie auch. Trotzdem habe ich mich noch bemüht, halbwegs pünktlich zu sein. Hey, ich habe mir wirklich die Lunge aus dem Leib gerannt. Das kannst du jetzt in Zukunft auf dem Fußballfeld tun. Ich habe nämlich keine Lust mehr, dauernd auf dich zu warten. Dauernd ist ja wohl ein bisschen übertrieben. Ach, wer sitzt denn hier rum und wartet, bis du mal Zeit hast, kurz zwischen zwei Trainingseinheiten vorbeizukommen? Ja, du. Und weil ich weiß, wie schlimm das ist, habe ich mir zum Ausgleich was ausgedacht. Was ist das denn? Nachmittagsvorstellung im Zirkus. Hübsche Idee. Aber wahrscheinlich musst du um die Zeit ja doch wieder trainieren. Nicht nächste Woche. Und weil der Zirkus da auf Sylt gastiert, ich meine, soll ja ganz nett sein um die Jahreszeit. Wir fahren nach Sylt? Mit der Bahn. Erste Klasse. Und wohnen werden wir in einem First-Class-Hotel. Echt? Ja. Für irgendwas muss ich ja schließlich meine sauer verdiente Kohle ausgeben. Wenn du um bist, dann sag was! Jan, das ist nicht komisch!